Weil gerade halt diese Nachfrage erhöht dann halt vielleicht in Zukunft das Angebot. Zum siebten Tag des Veganuars. Wir haben jetzt mittlerweile schon die erste Woche rum und ich hoffe, ich konnte euch in den letzten Tagen schon viele hilfreiche Tipps und Inspirationen geben. Ich finde es auch immer super toll, dass ihr euch in den Kommentaren so fleißig austauscht. Also schreibt da immer gerne Fragen rein, wenn ihr noch welche habt. Wie gesagt, wollte ich mit dem Veganuar dieses Jahr auch nie bezwecken, dass ihr irgendwie von heute auf morgen 100% und komplett vegan lebt und euch damit irgendwie jetzt einen Monat lang total stresst und euch überfordert, sondern einfach euch viele verschiedene Anreize geben und auch Inspiration, dass ihr so euren eigenen Weg in den veganen Lebensstil finden könnt, wenn ihr das möchtet und darauf Lust habt. Nachdem es jetzt ja die letzten Tage ganz viel um die Basics ging, geht es jetzt ja so langsam in die Richtung der ersten einfachen Rezepte. Und heute wollte ich nochmal das Thema anschneiden, vegan unterwegs. Das finde ich auch sehr wichtig, gerade für Neueinsteiger. Meiner Meinung nach ist es halt ziemlich einfach, sich zu Hause vegan zu ernähren. Aber was ist denn, wenn man irgendwie in Urlaub fährt oder irgendwie unterwegs ist, an einem Bahnhof oder auch vegan essen gehen möchte? Da gebe ich euch heute mal ein paar meiner besten Tipps. Fangen wir an mit dem Thema Recherchieren, bevor man sich sozusagen nach draußen begibt. Und da kann ich euch auf jeden Fall die App Happy Cow ans Herz legen. Die gibt es auch schon super lange und da kann man halt in über 180 Ländern nach veganen Optionen in verschiedenen Restaurants, Cafés oder auch Lebensmittelgeschäften suchen. Da kann man halt mit einem Suchfilter nach dem Standort filtern und vor allem auch nach den Stichworten wie vegan und vegetarisch. Und dann werden einem halt alle Optionen angezeigt und vor allem kriegt man auch direkt die Infos zur Wegbeschreibung, wie man da hinkommt. Dann auch so Infos wie Öffnungszeiten. Allgemein kriegt man auch direkt die Website angezeigt, dass man sich da mal ein bisschen umschauen kann und vor allem kann man sich auch seine Favoriten abspeichern. Allgemein gibt es da, meine ich, über 130.000 verschiedene veganfreundliche Angebote, die man halt über die App finden kann und das funktioniert über eine Art Community, also man kann da selbst Fotos hochladen, Bewertungen abgeben, Erfahrungen teilen und ich glaube, da sind über 500.000 Benutzer. Allerdings muss man die App halt auch zum Download bezahlen. Dann benutze ich selber auch sehr oft die App Vanilla Bean, die kann man sich auch kostenfrei herunterladen und da kann man halt auch wieder in seiner Nähe verschiedene pflanzliche Restaurants suchen und das Ganze kann man auch nach Preis filtern und vor allem auch nach so Stichworten wie vegan, vegetarisch, bio, glutenfrei, laktosefrei, regional und so weiter. Das Ganze wird auch direkt immer unter dem jeweiligen Restaurant in so einem Ampelsystem angezeigt. Man kann die App wiederum auch in anderen Ländern benutzen und bekommt dann halt zum jeweiligen Restaurant oder Café halt auch wieder die verschiedenen Infos wie Öffnungszeiten, die Adresse, Bewertung und kann sich da auch schon mal vorab verschiedene Fotos zu angucken. Was ich auch immer gerne mache, ist über Instagram Recherche zu betreiben. Da kann man ja zum Beispiel Hashtags eingeben, wie zum Beispiel vegan Hamburg oder vegan in Hamburg und dann werden einem direkt verschiedene Orte angezeigt und vor allem auch super viele Fotos, sei es von den Besuchern oder von den Besitzern an sich. Da gibt es ja auch total viele Restaurants und Cafés, die eine eigene Instagram-Seite haben. Das finde ich auch immer ganz cool. Da kann man sich direkt schon die Bilder angucken von dem ganzen leckeren Essen. Ansonsten begebe ich mich einfach im Internet auf die Suche. Da gucke ich immer über Ecosia. Das ist so eine nachhaltige Suchmaschine, wo man halt durch seine Suchanfragen Bäume pflanzen kann sozusagen. Das finde ich auch gerade für den Urlaub halt praktisch, wenn man weiß, dass man irgendwo hinfährt, dass man da schon mal eingeben kann vegan in ... Und dann werden einem schon mal verschiedene vegane Restaurants angezeigt. Man kann sich schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, wenn man weiß, man fährt in eine bestimmte Stadt, dass man sich da schon mal so einen kleinen Plan machen kann, wo man dann überall hin möchte und veganes Essen ausprobieren möchte. Passend dazu gibt es natürlich auch viele verschiedene Blogartikel zu dem ganzen Thema. Das finde ich auch immer richtig schön, weil da dann total schöne Bilder mit angehängt sind und vor allem ein sehr großer Erfahrungsbericht. Da muss man vielleicht nur mal ein bisschen gucken, ob das noch so aktuell ist und gegebenenfalls dann mal auf die Website des jeweiligen Restaurants oder Cafés gehen, ob es das dann überhaupt noch gibt. Auf YouTube kann man sich auch super vorher informieren. Da gibt es ja total viele Vlogs oder auch Food Diaries, die dann halt zeigen, was man in welcher Stadt gegessen hat oder auch zum Thema veganem Urlaub. Da habe ich auch schon verschiedene Videos hochgeladen, als wir zum Beispiel in Wien waren oder in Berlin oder ich habe auch so einen Guide für Hamburg oder als wir in Kroatien waren, in Portugal und so weiter. Also das finde ich auch immer super spannend, weil dann derjenige oder diejenige auch direkt die Location zeigt. Dann sieht man schon mal so ein bisschen, wie es da aussieht und vor allem auch, wie das Essen so aussieht, was ja immer noch mit am wichtigsten ist. Und vor allem gibt der oder diejenige dann auch direkt seine Bewertung ab, wie er das fand.
zum Thema, was man denn bestellen soll, würde ich auf jeden Fall immer ganz groß empfehlen, dass man auf jeden Fall fragt, selbst wenn nichts Veganes auf der Karte steht, dass man halt nochmal nachfragt, weil gerade halt diese Nachfrage erhöht dann halt vielleicht in Zukunft das Angebot. Oder was man natürlich auch machen kann, ist, dass man vorher anruft und schon mal abklärt, ob es da überhaupt die Möglichkeit für vegane Optionen gibt. Es hat auch den Vorteil, dass man dann immer der oder die schnellste ist, die sich was ausgesucht hat, weil es halt dann manchmal nicht so viele vegane Optionen gibt, wenn man halt nicht in einem rein pflanzlichen Restaurant ist. Aber oft sind ja auch schon die veganen und vegetarischen Gerichte gekennzeichnet mit einem Symbol, was man dann in der Legende nachlesen kann. Meistens ist das so ein grünes V. Wenn es nur vegetarische Gerichte gibt, kann man natürlich immer noch mal nachfragen, ob das irgendwie veganisiert werden kann. Da würde ich auch immer sagen, dass man halt keine tierischen Produkte konsumiert, aber vielleicht auch so in die Richtung, dass man einfach aufzählt, was man alles essen kann, anstatt nur zu sagen, was man nicht essen kann, damit man halt auch direkt so einen kreativen Anstoß gibt, was man dann noch so vielleicht spontan für einen kreieren könnte. Zum Glück gibt es ja gerade in Großstädten auch immer mehr vegane Restaurants und Cafés und ich liebe es da mal sehr zu Besuch zu sein, weil man sich dann einfach alles von der Karte aussuchen kann und meistens sind das halt echt super leckere Gerichte und Speisen. Ansonsten kann man sich auch immer richtig gut einfach einen Salat mit Essig und Öl bestellen oder auch eine Pizza mit Gemüse und dann halt ohne Käse. Da kann man dann auch einfach nach dem Teig fragen, ob da irgendwas Tierisches mit drin ist. Ofen- oder gebratenes Gemüse geht auch immer richtig gut, wie zum Beispiel Zucchini, Aubergine und Kartoffeln oder sowas. Dann natürlich Pellkartoffeln, gebackene Kartoffeln oder ganz klassisch einfach Pommes mit Ketchup. Spaghetti mit Tomatensauce ist auch sehr oft vegan oder natürlich einfach Sushi mit Gemüse oder vor allem auch verschiedene Curries, sei es jetzt indische oder auch Thai-Curries mit einer Beilage von Reis. Letztendlich am besten immer ganz viel loben und sich bedanken, dass halt die Umstände umgesetzt werden konnten, wenn ihr irgendwie extra eine vegane Option bekommen habt. Und vor allem, ja, das Nachfragen hat sich ja meistens schon gelohnt, wenn dann in Zukunft hoffentlich auch mehr vegane Speisen auf der Karte stehen. Wenn ihr unterwegs seid und mal schnell zum Bäcker reinhüpfen wollt, gibt es auf jeden Fall ein paar Empfehlungen von mir, die ihr euch da vielleicht kaufen könnt. Zum Beispiel sind viele Franzbrötchen von Nohir vegan. Die sind auch super lecker und da gibt es auch verschiedene Sorten. Und da steht auch meistens direkt schon auf dem Schild drauf, dass es vegan ist. Dann hat Le Crobac zum Beispiel auch verschiedene vegane belegte Brötchen, wo dann irgendwie Tofu mit drauf ist oder so vegane Wurst oder auch Tomate. Und dann gibt es beim Dallmayrs Backhus auch so vegane Laugenecken, die wir da letztens entdeckt haben. Da fragen wir einfach dann nach der Zutatenliste, da kann man sich die durchlesen und dann auch schon mal gucken, ob da irgendwie das ein oder andere vegan ist, wenn der oder die jeweilige Verkäuferin das nicht weiß. Und vor allem auch Laugensachen allgemein sind sehr oft vegan, wenn dann halt Margarine dafür benutzt wurde. Was man sich auch immer gut to go kaufen kann, sind so Falafel-Wraps mit diesen Kichererbsen-Patties da drin sozusagen. Da ist dann auch immer noch Hummus mit bei als vegane Soße. Und vor allem kann man sich auch richtig gut so Suppen to go kaufen, entweder mit Brot oder auch Reis als Beilage. Ich gehe auch total gerne in Supermärkte und dann kaufe ich mir einfach aus der Obst- und Gemüseabteilung verschiedenes Obst und Gemüse. Und dann dazu irgendwie Cracker und Brot und noch verschiedene Dips oder sowas. Und da gibt es ja meistens auch so verschiedene Ecken, wo dann irgendwie so To-Go-Produkte zu kaufen sind. Die sind dann meistens leider in Plastik verpackt, ziemlich viel, aber so Smoothies oder irgendwie kleinere Sachen kann man da auch mal ganz gut finden. Und vor allem, wie gesagt, es kommt auch noch eine ganze Reihe im Rahmen des Veganuars Online, wo ich euch in verschiedenen Supermärkten zeige, was ihr da alles so an veganen Produkten kaufen könnt. Natürlich kommt auch der Punkt Meal Prep hier mit ins Video. Es ist auf jeden Fall immer gut, seine eigenen Sachen einfach mit dabei zu haben. So muss man sich unterwegs keinen Stress machen und hat immer das Gewissen, dass man auch unterwegs satt wird. Und was ich euch da auf jeden Fall sehr empfehlen kann, das macht Marco auch oft, dass er sich halt einfach seine eigene pflanzliche Milch mitnimmt. Das kann man ja auch einfach in so einem kleinen Behälter machen. Wenn man zum Beispiel in ein Café geht, wo man halt nicht genau weiß, ob es da pflanzliche Milch gibt. Das gibt es zwar relativ oft mittlerweile, aber manchmal gibt es auch nur laktosefreie Milch und die ist halt leider nicht vegan. Das beste Fastfood ist ja meistens auch Obst und Gemüse, weil das ja auch eigentlich immer schon seine eigene Schale hat und man tut sie jetzt einfach in Boxen. In Boxen kann man zum Beispiel auch super gut irgendwie Porridge mitnehmen oder Nudelsalate, Reissalate, Salate allgemein oder man packt sich so kleinere Sachen ein wie Riegel, Energiebällchen und Trockenobst und Nüsse so zum Snacken. Manchmal tut es dem Körper tatsächlich ganz gut, auch nicht die ganze Zeit zu snacken. Da kann man sich lieber auf das freuen, was zu Hause auf einen wartet, aber da kann natürlich jeder ganz auf seinen eigenen Körper hören. Ja, ich hoffe, da waren jetzt ein paar gute Tipps für euren Alltag mit dabei. Ich hoffe, man kann ja bald wieder Restaurants und Cafés besuchen gehen und dass ihr dann dafür gut gerüstet seid. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne von euren Erfahrungen mal schreiben, wie das bislang bei euch so war oder ja, ob ihr da jetzt vielleicht ein paar gute Inspirationen für euch mitnehmen konntet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen wieder. Bye!